Es wird natürlich wieder ein bisschen zurückgehen und der Hype wird zurückgehen, aber so irgendwas bleibt übrig davon. So breit aufgestellt. Ich glaube, das ist wie so eine Krankheit, gegen die es kein Gegenmittel gibt. Es geht nicht so schnell weg. Yes, 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 yes. Open Air Frauenfeld Festival in der Schweiz. Wir sind am Start am Snipes-Stand. Am Schweiz-Stand in der Snipes. Und wir wollen über den Deutschrap-Boom sprechen. Es gab ein paar News ja auch bei uns darüber, ne? Es gab so einige Rekorde. Habt ihr die noch so im Kopf, was wir für Rekorde hatten? Rekorde bin ich ganz schlecht. Wir hatten was? In ja, ein mega Spotify-Rekord von Kollega, Streaming. Irgendwie fünf Deutschrap-Alben gleichzeitig in Top 10 oder? Ich glaube vier in der Top 5 oder halt fünf. Ja, mega, jede Woche ist eins oben. Platin, Helene Fischer, bla, blöb, alle reden nur noch über Deutschrap. Ja, Deutschrap ist hart. As ever so. Die Inflation von Platz 1 Platzierungen und ja, sonst was, ne? Früher war Top 10 oberbosshaft, jetzt ist so, oh, Platz 8, ah, gelost, Alter, arme Sau, der weint. Ja, wenn diese YouTuber weiter rappen, dann wird's bestimmt kippen. Ich bin ein sehr schlechter Nostradamus. Ich glaube, es hat so ein bisschen... Ich bin sehr guter Nosferatu und ich kann nur so viel sagen, dass es so seinen Weg irgendwie reingefunden hat. Also Deutschrap boomt, aber Deutschrap spaltet sich auch immer mehr auf in so unterschiedliche kleine Facetten. Es wird natürlich wieder ein bisschen zurückgehen und der Hype wird zurückgehen, aber so irgendwas bleibt übrig davon, so breit aufgestellt. Ich glaube, das ist wie so eine Krankheit, gegen die es kein Gegenmittel gibt. Es geht nicht so schnell weg. Kann man nicht sagen, so, ne? Wenn die Leute so, es wird immer Leute geben, die so beständig weiterfahren in ihrem Fahrwasser so, aber es wird auch Leute geben, die so eintagsfliegend sind, aber so ist Musik generell und das darf man nicht nur auf Rap sich nicht nur darauf fokussieren, sondern das kann überall so sein. Das ist im Job so, das ist überall so. Rap wird bloß immer so groß geredet, weil so viele Menschen da sich öffentlichkeitsmäßig so breit machen. Ich weiß auch damals bei Maggio, als er auf der 1 war, glaube ich, einer von den Toten Hosen oder Prinzen oder so, ich weiß nicht mehr, wer das war, einer von diesen Rocker-Crews, hat dann gemeint, wer ist der Typ, wie kann er auf die 1 kommen, ich habe noch nie was von ihm gehört und da wird doch gekauft und bla, weißt du, der hat ein Interview gegeben, hat gesagt, wer ist das, wie kommt der auf die 1, ich habe noch nie von ihm gehört. Und mittlerweile ist ja so, dass fast jede Woche ist ein Deutschrapper auf der 1, fast jede Woche oder diverse Top-10-Platzierungen, ja. Ja, das Ding ist, das wisst ihr ja schon alles. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das mit dem Deutschrap-Boom anhält, weil wir hatten ja schon so ein paar Deutschrap-Booms. Das geht eigentlich ja immer hoch und runter. Das ist wie an der Börse, man weiß das. Hoch, runter, hoch. Das Ding ist ja mit den Charts, das ist alles umsatzbezogen. Das heißt, derjenige, der teure Produkte verkauft, ja, der kommt rein. Und mittlerweile ist es so, dass nicht nur im Deutschrap solche Limited Editions verkauft werden, sondern auch bei Schlagersängern oder so. Das war früher nicht so. Und jetzt muss man schauen, ob dieser Boom anhält in den Charts. Aber die Sache ist ja jetzt auch, das weiß man ja inzwischen auch, macht ja hier die Kerze kaputt. Ich hab so ein Tier. Das weiß man ja inzwischen auch, dass das natürlich auch davon abhängt, dass die einfach so schlau sind, die deutschen Rapper, dass die halt viel auf Vorverkauf setzen und dass die geile Boxen machen. Aber abgesehen davon sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es einen Deutschrap-Boom gibt. So, die Frage ist jetzt einfach, ist Deutschrap in 3 Jahren wieder im Arsch und Banger-Musik muss schließen und bla. Natürlich ist er aktuell mega groß, aber man muss auch dazu fairerweise sagen, dass es echt lange gedauert hat, bis Deutschrap so gewachsen ist, dass er wirklich die Relevanz erreicht hat, die er verdient hat, weil... es die relevanteste Jugendkultur ist, die es seit den 80er Jahren gibt. Irgendwie hat es seitdem kein anderes Genre mehr geschafft, so relevant und groß zu werden. Deswegen, früher war das so, Deutschrap ist groß geworden und dann wieder abgestürzt. Und ich glaube, dass diese Amplituden, ja, also diese Ausschläge des Größer- und Kleinerwerdens immer kleiner werden, weil es einfach ein Genre ist, was etabliert ist, was berechtigt ist, modern ist und den Kids das gibt, was sie hören wollen. Ich glaube, dass es früher oder später Hip-Hop halt auch in Deutschland sozusagen mehr in der Gesellschaftsmitte ist, also das ist es ja jetzt im Grunde schon. Also man muss ja jetzt nicht mehr irgendwie im Knast gewesen sein, um Hip-Hop zu hören. Und ob das hoch oder runter geht, hängt, glaube ich, immer mit den davon ab, ob gerade ein Künstler halt einen großen Hype hat und dann quasi eine mediale Aufmerksamkeit auf die ganze Szene ziehen kann oder ob es halt gerade eben sozusagen eher was Nischenmäßiges ist. Längerfristig wird es wahrscheinlich wie in den Staaten einfach sein, dass man auch irgendwie Obama hört Kanye West und sagt, hey, mein Lieblingsalbum ist American Gangster oder so Zeug. Kann man machen. Ich glaube nicht, dass die Musik irgendwann nochmal kleiner wird, als sie jetzt ist, aber es wird halt eine immer höhere Auslese stattfinden. Also es ist jetzt halt nicht so,
heutzutage, da gab es mal so eine Zeit lang, da konnte halt jeder irgendwie relativ viel Platten verkaufen, auch wenn das nur so halbgeil war. Und ich glaube, dass die Leute, also die Hörer, halt immer mitwachsen und anspruchsvoller werden und dass halt die Leute, die sich wirklich Mühe geben, immer was Neues zu machen, was Gutes zu machen, sich einfach irgendwie bei jedem neuen Album was überlegen und da viel Energie reinstecken, dass die halt erhalten bleiben werden und die Leute das zu schätzen wissen, wenn die sich viel Mühe geben. Und dass halt, wenn einer halt irgendwie nur so was so Halbgares macht, dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, ne, finden wir nicht so geil. Also, ich habe ja sogar eine Was-Los-Themensendung darüber gemacht. Die Sache ist, es macht einem Angst, klar. Weil jeder Boom, der geht auch wieder nach unten, das weiß man, das haben wir im Hip-Hop schon alles erfahren. Nur ich glaube, diesmal wird es nicht ganz so tief runtergehen wie die vorigen Male, weil Hip-Hop ist, oder sagen wir, Rap ist so mega in der Gesellschaft etabliert und angekommen, dass es schon einen Fall geben wird. Aber da werden halt die Randleute weg sein. Der Anhängsel vom Star wird dann nicht mehr releasen können oder dann nicht mehr auf die Eins gehen. Aber es wird natürlich, EDM ist mega im Kommen. Jeder amerikanische Rapper ist auf ein EDM-Beat zu hören, ist also auf ein Elektro-Ding, ist in Deutschland noch nicht so weit. Aber das, man sieht es kommen in Amerika und wir haben ja so ein Delay von 5 Jahren so. Das brauche ich halt nicht mal, dass jetzt bei der zweiten Single von Helene Fischer, keine Ahnung, Casey mit dabei ist. Das sollte, wenn er mich fragen würde, würde ich sagen, Bro, lass mal lieber vielleicht sein. Aber ich denke auch, dass das so ist, da haben wir auch schon öfter so privat drüber gelabert, dass es inzwischen so am Start ist, dass es nicht in Null zurückfallen wird. Wenn es runtergeht, weißt du, vielleicht sind die Schwankungen ja auch da, aber die Schwankungen gehen immer noch nach oben, weißt du? Es wird nicht mehr so krass sein wie zum Beispiel nach dem Agro-Hype. Nach dem Agro-Hype, kurz nachdem Massiv gesigned war und angeschossen wurde und Stern und bla, da gab es mal 3 Jahre lang einfach nichts. Es war tote Hose. Ich meine, gut, da gab es auch kein was los, sonst wäre kein tote Hose, aber es gab tote Hose. Du weißt. Man muss halt auch sehen, dass Hip-Hop oder Rap generell eine Jugendkultur ist. Und die Jugendkultur, die Jugend an sich ändert sich immer wieder. Also früher waren es Punks, ja, dann waren es irgendwann Rocker, dann was weiß ich so. Also es wird sich immer verändern und irgendwann ist halt die Jugend so weit, dass die Rap nicht mehr so feiert und dann wird es was Neues geben. Das ist eigentlich logisch, aber auf der anderen Seite, Rap in Amerika funktioniert auch schon seit 79 und da könnte man jetzt auch sagen, vielleicht ist es da verankerter oder sonst was bla. Aber ich glaube, bei uns ist es auch so verankert. Auch nur 30 Jahre. Ja, aber immerhin. Und das Rap ändert, das Ding ist ja auch diese Vielseitigkeit, darüber haben wir jetzt ja noch nicht gesprochen, weil dadurch, dass Rap so breit ist, kann man es auch nicht so leicht tot hören und dann sagen, alles brauchen wir was Neues. Es gibt ja schon die x-te Generation, die das macht. Es hat ja auch Vorteile, dass die Leute älter werden, weil dann hast du auch Leute in Entscheiderpositionen sonst wo bei Fernsehsendern. Früher haben die so gesagt, Hip-Hop, so yo, du wirst auch gerne schwarz. Und inzwischen sind die so, ey, ich habe selber schon Rap gehört, als ich 15 war, finde ich cool, ich habe kein Problem mit einem Rapper. Ich glaube, das mit der Jugendkultur, wie du das sagst, Hip-Hop war die größte Jugendkultur der Welt, aber es ist nicht mehr nur eine Jugendkultur. Alle Graffiti-Sprüher, die ich kannte von früher, sind 40, 45, haben Kinder, machen Kunstausstellungen. Alle Rapper, die wir kennen, gehen verschiedene Wege. Jay-Z macht ja wohl nicht mehr nur Jugendmucke, so, weißt du? Er hat seine Auftritte am Querschnitt mittlerweile. Mann, wir sind doch schon alle über 30, Dicker. Dieses nur Jugendkultur, das hasse ich eigentlich. Das macht uns immer so klein, weißt du, die Szene. Also ganz ehrlich, ich meine, gut, ich bin noch 28, aber der Rest des Statements bleibt so. Ich denke halt wirklich, dass diese Breite auch wichtig ist, weil vorher war es halt ein Gangster-Rap-Hype. Wenn der Gangster-Rap-Hype vorbei war, war Rap im Arsch. So, jetzt kannst du ja gar nicht... Bizeps trainieren, ist ja jetzt auch in. Ja, auch, aber wenn keiner mehr Bock hat auf Bodybuilding-Rap, dann haben die Leute vielleicht immer noch Bock auf Hipster-Rap. Trizeps, ja, mach hier nicht auf diese Training. Ich habe schon lange nicht trainiert, Bruder. Ah, echt? Glaubt man ja gar nicht. Okay, wir wollen eure Meinung in den Kommentaren hören. Wir quatschen weiter mit Fans und mit jede Menge Rappers vor allem. Wir sehen uns. Bis dann.